Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat November. Der ist sehr gut gelaufen. Ich habe insgesamt 7 Bücher beendet und dass der so gut gelaufen ist, lag auch daran, dass ich 2 richtige Page-Turner mit dabei hatte. Die werde ich euch natürlich vorstellen und ich hatte auch noch ein langes Hörbuch mitgehabt. Und so kam ich auf insgesamt 2317 Seiten und 21 Stunden und 53 Minuten Hördauer. Das ist schon im Vergleich zu den letzten Monaten recht viel und es gab auch einiges, was mir richtig gut gefallen hat, aber auch so, naja, eine anderthalbe Enttäuschung. Wir beginnen vielleicht zunächst einmal mit etwas Weihnachtlichem, denn es ist ja jetzt schon Dezember. Ich habe Weihnachten in Prag von Jaroslav Rudisch gelesen. Von dem Autor habe ich auch schon 2 andere Bücher gelesen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Das blendet ein bisschen, ne? Das ist zu hell. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und das hier ist illustriert von Jaromir 99. Ich zeige euch mal so ein bisschen was von dem Stil. Ich finde, das ist sehr schön gemacht und hier ist auch in Bild und auch in Schrift das winterliche Prag sehr gut eingefangen. Ich finde, Prag ist auch echt am schönsten im Winter. Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, auch dann so Januar, Februar, da ist dann nicht mehr ganz so viel los. Aber mit dem Schnee sieht es einfach alles noch so ein bisschen magischer aus als so schon. Und hier begibt sich der Autor bzw. der namenlose Ich-Erzähler dieses Buches am Weihnachtsabend auf eine Reise durch die Wirtshäuser und die Gassen Prags. Er ist eigentlich mit seinen Freunden verabredet, aber irgendwie kommt es nicht so richtig dazu, dass die sich treffen, sie verspäten sich, er hat irgendwie keinen Kontakt herstellen können und geht dann erstmal allein in eine der kleinen Gastwirtschaften und trifft dort auch sehr skurrile Gestalten. Zum einen Kafka, der eigentlich mit V geschrieben wird und der hier etwas, ja so ein, ja, ein mystisches, magisches Element mit in die Geschichte bringt. Das genau möchte ich nicht sagen, um nicht zu spoilern. Dann trifft er auch noch den König Prags, einen Kriminellen und eine Italienerin. Und die 4 zusammen machen dann die Gassen Prags unsicher. Und das alles ist so, ja, so zauberhaft und zugleich auch mit so einem typisch tschechischen Sinn für Humor erzählt. Und wie gesagt, bringt wirklich die Atmosphäre Prags sehr, sehr deutlich auf den Seiten rüber. Das hat mir gut gefallen und ich werde das auch zu Weihnachten verschenken, weil es einfach so hübsch ist und an andere, die Prag auch genauso gerne mögen wie ich, denen hoffe ich, damit eine Freude zu machen. Dann geht es schon mit dem ersten Page-Turner weiter, denn dieses Buch habe ich an einem Nachmittag durchgelesen und es ist wirklich ungewöhnlich, denn es ist ein Sachbuch von Sunita Sukhana, von Indien nach Deutschland, was uns der Weg meines Vaters über Migration und die Freundlichkeit von Fremden erzählt. Und genau darum geht es auch in dem Buch. Also es ist zum einen die persönliche Geschichte des Vaters der Autorin, der als junger Mann sich von Indien auf den Weg eigentlich nach Paris gemacht hat, aber dann bis Deutschland kam und ganz verschiedene, sehr interessante Stationen auf seiner Reise dann seiner Tochter erzählt hat, die das hier verschriftlicht hat. Auch die Biografie des Vaters ist schon einmal ganz interessant. Er ist der Sohn eines Sikh-Priesters. Die Eltern des Vaters kommen eigentlich aus Pakistan, sind dann in den Punjab migriert, als Pakistan abgespalten wurde und dort die Menschen aufgrund ihres Glaubens eingeteilt und umgesiedelt, vertrieben wurden. So haben wir hier auch so ein bisschen historischen Hintergrund, der noch mit einfließt, aber auch nicht nur historischen Hintergrund zu Indien, sondern zu eigentlich allen Stationen der Reise. Und das erzählt sie so interessant und gleichzeitig merkt man, sie hat wahnsinnig viel Arbeit investiert, um diese ganzen Fakten zu recherchieren und serviert diese uns ja, auf so eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Der Vater ist, wie gesagt, Sohn eines Sikh-Priesters, gleichzeitig auch erfolgreicher 400-Meter-Läufer und Ingenieur und beschließt einfach irgendwann, er möchte woanders hin, er möchte mal nach Paris. Denkt am Anfang noch, er kommt zurück. Seine erste Station ist Kabul. Das Jahr seiner Reise ist 1979, also auch ein sehr, sehr außergewöhnliches, denn in diesem Jahr hat sich wahnsinnig viel für die Länder verändert. Also Kabul,
Afghanistan und dann auch Teheran im Iran, das seine nächste Station ist, ist in dem Buch so aus heutiger Sicht gar nicht wiederzuerkennen. Nur ein paar Monate später ist dann die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert und nur ein paar Tage später, als der Vater der Autorin dann Teheran verlassen hat, startete dort die Islamische Revolution, die das Land völlig verändert hat. Und es ist so interessant, hier noch aus so einer persönlichen, individuellen Sicht heraus zu sehen, wie es ein paar Tage zuvor in dem Land oder in der Stadt noch zuging, dass da schon ganz viel irgendwie gebrodelt hat und welches Gefühl da einfach auch in der Stadt vorherrschte, diese Aufbruchsstimmung, irgendwie so ein Ungeduldigsein. Auch das hat die Autorin ganz toll geschafft, hier aufzufangen. Nach jeder Station der Reise gibt es dann auch ein kurzes Kapitel, in dem die Autorin über ihr Schreiben, über ihre Reflexion, ihre Familiengeschichte berichtet. Und das wiederum greift dann auch verschiedene Migrationstheorien auf, Theorien zur wirtschaftlichen Abhängigkeit, was ist Ost und West, und behandelt auch hier wieder sehr interessante Fragen. Und das ist so kurzweilig, das ist ja auch kein sehr dickes Buch, dass ich da einfach wirklich wahnsinnig durch die Seiten geflogen bin und das in ein paar Stunden an einem Sonntagnachmittag dann ausgelesen habe. Also eine sehr große Empfehlung. Dann machen wir mal weiter mit der, halben Enttäuschung. Geigenmann von Maya Binyam hat mir am Anfang wahnsinnig gut gefallen. Ich dachte, das wird ein ganz, ganz besonderes Leseerlebnis. Ich fand es vom Stil her so nüchtern, aber in kurzen, knappen Sätzen viel gesagt. Das hat mir gut gefallen und auch thematisch. Es geht um Migration, also auch wieder ein Thema, was mich grundsätzlich sehr interessiert. Auch beruflich, akademisch habe ich da den Hintergrund in dem Bereich. Und ich dachte, das ist wirklich ein Buch für mich. Es geht um einen namenlosen Mann, der im Flieger in sein Heimatland sitzt und der irgendwie auch gar nicht so richtig Akteur der Geschichte ist. Also irgendjemand hat ihm den Koffer gepackt, irgendjemand hat ihm die Tickets organisiert und er macht halt einfach so mit. Er landet dann in seinem Ursprungsland, irgendwo in Afrika, das wird nicht benannt. Es lässt so herausklingen, dass er in die USA emigriert ist und dort auch schon seit, 20 Jahren lebt. In seinem Heimatland verliert er immer mehr von sich selbst. Also er ist so schon irgendwie passiv und dann gehen ihm auch ganz viele Identitätsteile einfach verloren. Also nicht nur sein Pass, sondern auch, dass er sich mit seiner Familie nicht mehr so richtig identifizieren kann. Er erkennt sie gar nicht, er ist sich gar nicht sicher, gehören die jetzt zu meiner Familie oder nicht? Gehöre ich hierher? Dann geht ihm auch seinen Koffer verloren, seine Kleidung wird ausgetauscht und ihm werden immer mehr Teile seiner Identität weggenommen. Gleichzeitig gibt es einen anderen Strang der Geschichte, der immer mal so ein paar Rückblicke auf die USA gibt und wie dort mit Migranten umgegangen wird, welche Wahrnehmung die Gesellschaft von Migranten in Blue-Collar-Jobs hat. Das klingt, wie gesagt, sehr interessant, finde ich, aber es wurde immer verworrener und verschrobener und der Schreibstil ist immer seltsamer geworden und die Geschichte wurde einfach irgendwie immer abgehobener. Also ich fand, bis zu einem gewissen Maß war es sehr, sehr kreativ und wirklich mal was anderes, aber dann hat die Autorin für mich eine Grenze überschritten, die dann einfach nicht mehr so gut lesbar war für mich. Und deswegen war ich dann doch zum Ende hin ein wenig enttäuscht vom Buch. Und am Anfang dachte ich so, 4-5 Sterne. Und im Großen und Ganzen habe ich ihm dann 3 Sterne gegeben. Der nächste Page-Turner folgt und mein 5-Sterne-Buch in diesem Monat. Ein wirklich dicker Klopper, den ich aber auch sehr schnell gelesen habe, weil ich es einfach nicht mehr aus der Hand legen konnte. Robert Galbraith oder auch J.K. Rowling. Das strömende Grab. Das ist der 7. Teil der Cormoran Strike-Reihe. Ich habe in meinem Neuzugänge-Video, glaube ich, gesagt, dass es der 6. Teil ist. Ich habe nämlich vor dem Buch noch schnell den 5. Teil gehört, weil ich dachte, dann bin ich up to date. Habe dann festgestellt, es ist doch noch ein Buch dazwischen. Aber trotzdem ließ es sich gut lesen. Thematisch fand ich
diesen Teil auch einen der interessantesten der Reihe, wenn nicht den interessantesten, denn es geht hier um eine Sekte. Robin Ellicott und Cormoran Strike, Privatdetektive, bekommen hier den Auftrag eines Vaters, eine Sekte, die Universal Humanitarian Church, so heißt die, unter die Lupe zu nehmen, denn sein Sohn befindet sich auf dem Gelände einer Farm dieser Sekte und hat jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen, auch zur Mutter, die in der Zwischenzeit verstorben ist. Sie haben ihm ganz viele Briefe geschickt, wollten wieder Kontakt aufnehmen, aber er hat das, ja, sein Familienvermögen oder den Anteil, seinen Anteil davon einfach immer an die Sekte abgezweigt und hat sich nicht mehr gemeldet. Sieht wohl sehr abgemagert aus, denn diese Kirchenmitglieder werden immer mal wieder auf die Straße zum Spendensammeln geschickt und da haben sie ihn von Weitem auch schon mal gesehen. Er wehrt aber wirklich vehement jeglichen Kontakt ab. Es gibt auch einige andere Stimmen, die laut werden, die von wirklich Foltermethoden und Gewalt, auch sexueller Gewalt innerhalb dieser Sekte sprechen. Es soll allerdings auch übernatürliche Elemente geben. Es gibt verschiedene Propheten, die hier angebetet werden oder ja, die als heilig gelten und nach deren Prinzipien man über das Jahr hinweg lebt. Und diese sollen sich auch materialisieren. Der Anführer der Sekte ist ein ganz charismatischer 60-Jähriger, der sich da auch irgendwie ganz viele Frauen um sich schaut. Und nun haben die beiden, Robin und Strike, die Idee, dass sie eigentlich nur ermitteln können, wenn sich jemand in die Sekte einschleust. Und das ist dann Robin. Und so haben wir auch den Großteil des Buches wirklich, der innerhalb dieser Sekte spielt. Robin ist auf dem Gelände der Farm und beobachtet, was um sie herum passiert, wird natürlich aber auch zu gewissen Teilen mit in diesen Strudel mit hineingezogen. Ich fand, das war sehr intelligent gemacht, wie hier die Autorin dann auch darauf eingeht, welche Mittel Sekten einfach anwenden, auch psychische Gewalt anwenden, damit diese Sektenmitglieder einfach auch alles mitmachen und in dem Moment das für sie ganz logisch ist und sie sich später dann aber auch oft dafür schämen, darauf reingefallen zu sein und deswegen dann auch vieles gar nicht ans Licht kommt. Es ist wieder sehr spannend, ohne auf diese großen Hollywood-Effekte zurückgreifen zu müssen, was in manchen von den anderen Büchern schon so ein wenig ein Kritikpunkt bei mir war. Hier gibt es auch so ein bisschen einen Showdown, aber nicht übertrieben. Das Einzige, was mich an der Reihe ein wenig stört, ist dieses unterschwellige Prickeln, das da immer eingebaut wird zwischen den Hauptcharakteren und dann ist es aber einfach so ein ewiges Hin und Her, das jetzt hier schon 7 Bücher lang so geht. Und das finde ich manchmal ein bisschen nervig. Also da denke ich mir manchmal so, entweder probiert es halt und lasst es sein. Aber also dieses Hin und Her und diese ganzen Gedankenspiralen, in denen die beiden dann gefangen sind, das ist ein bisschen überbordend jetzt beim 7. Buch. Und ich hoffe, dass Robert Galbraith, J.K. Rowling, irgendwann mal eine Entscheidung trifft und bin gespannt, wie es dann so im nächsten Buch weitergehen wird und welche Fälle die beiden dann auf den Tisch bekommen. Auch das finde ich immer sehr schön, dass es eben nicht nur diesen einen Fall gibt, um den es geht. Natürlich ist das hier so der Kern der Geschichte, aber es gibt auch immer so ein paar andere Detektivaufträge drumherum, in denen es dann darum geht, dass verschiedene Angestellte der Detektei dann Menschen beschatten und auch da einiges zu tun haben. Und es geht auch um den Workload in dieser Privatdetektei. Also es ist wirklich auch sehr umfangreich, sehr detailreich, aber ich finde auch recht realistisch geschrieben und es gefällt mir an der Reihe so gut. So gar nicht realistisch ist es bei der Insel der 1000 Leuchttürme von Walter Mörs, dem neuen Zamonien-Roman. Ich habe das Buch als Hörbuch gehört und ich finde, die sind auch immer sehr schön vertont, die älteren natürlich, noch von Dirk Bach, und das ist auch nicht zu übertreffen, meiner Meinung nach. Aber auch hier hat mir das Hörbuch gut gefallen.
Ja, ich habe auch ein bisschen durch das Hardcover geblättert. Es gibt natürlich einige Illustrationen von Walter Mörs, aber ich finde, die haben auch so ein bisschen nachgelassen im Vergleich zu den früheren. Und deswegen bin ich da gar nicht so traurig, dass ich darauf verzichtet habe und stattdessen eben diesen Hörgenuss hatte. Wir sind jetzt hier in einer Location in Zamonien, die sich scheinbar an der Nordsee orientiert. Wir sind auf Eidernorn, einer Insel, die einige Leuchttürme beherbergt. Nicht ganz 1000, aber doch sehr viele. Hildegunst von Mythenmetz, der Lindwurm, den wir auch schon aus den anderen Büchern kennen, der ein kleiner Hypochonder ist, kommt auf diese Insel zur Kur. Und wir begleiten ihn dann, wie er die Insel entdeckt, wie er so die ersten Kurbehandlungen hat und wie er sich auch den ganz spektakulären und sehr einzigartigen Leuchttürmen nähert. Walter Mörs beschreibt hier sehr, sehr lange einfach nur Eigenheiten der Insel. Da geht es um Sportarten, die auf der Insel gemacht werden, um die Flora und Fauna der Insel, die Leuchttürme, wie die aussehen, wie auch so die Wetterbeschaffenheit auf der Insel ist. Und das sind, ich würde sagen, 2/3 bis 3/4 des Buches. Und dann werden diese ganzen einzelnen Teile, die Besonderheiten der Insel, irgendwie zu einer Geschichte verpackt. Und hier haben wir dann recht viele Hollywood-Elemente drin, fand ich. Und das war für meinen Geschmack dann etwas drüber. Auch diese Kombi aus erst einfach nur irgendwie so eine fantastische Beschreibung dieser Insel und der ganzen Tiere, die darauf leben. Und die sind alle wirklich, also es sind kreative Gedanken, aber halt so lose Stränge. Und wir lernen nur diese Insel kennen. Und dann hatte ich das Gefühl, wird das alles nur irgendwie so zusammengewurschtelt, um eine Geschichte zu ergeben, die dann wirklich für mich auch so ein bisschen drüber war. Und es hat sich dann hin zu einer Art Science-Fiction-Geschichte entwickelt und man hat irgendwie nur so darauf gewartet, dass Tom Cruise noch irgendwo mit auftaucht. Das war mir ein bisschen zu viel. Die Insel selbst, die Beschreibungen fand ich aber sehr schön. Und so habe ich dem Buch insgesamt 3 Sterne gegeben. Dann folgte leider meine Enttäuschung des Monats. Leider war es dieses Buch, Thomas Schalamun, Steine aus dem Himmel, eine zweisprachige Gedichtsammlung. Schalamun war einer der erfolgreichsten und bekanntesten Dichter Sloweniens. Slowenien war ja dieses Jahr das Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und zwar habe auch ich mich ein bisschen näher mit dem Land literarisch auseinandergesetzt und wir werden jetzt auch Ende Dezember dorthin reisen. Ich habe mir auch vorgenommen, im Dezember noch ein bisschen mehr slowenische Literatur zu lesen. Und angefangen habe ich, wie gesagt, hier im November mit diesem Buch. Steine aus dem Himmel, so bezeichnete der Lyriker auch die Methode, mit der er sich, oder wie ihm die Gedichte zufallen, wie Steine aus dem Himmel. Und so, finde ich, sind sie auch manchmal, also irgendwie so voneinander losgelöst, die einzelnen Zeilen auch. Für mich war vieles unzusammenhängend und auch unverständlich dadurch. Ich fand es schön, dass die Ausgabe zweisprachig ist, dass man wirklich hüben und drüben mal gucken kann. Aber das hat mir wirklich nicht beim Verständnis geholfen. Also es gab so einige Gedichte, der Großteil, wenn ich ehrlich bin, aus denen ich nicht klar eine Essenz herausziehen konnte. Und ich bin mir nicht sicher, was der Autor, der Lyriker, mir damit sagen wollte. Ich würde euch vielleicht einfach mal jetzt ein Beispiel daraus vorlesen. Ich habe jetzt hier mal einfach das Buch aufgeschlagen und das Gedicht Camus erscheint hier. Eine Hausfassade. Das ist die große Hausfassade. Der Überflug ist aufgekocht. Wird das Pulver, das unter die Haut geht, da durchkommen? Halte dich fest an der menschlichen Stimme, überwölbe den Stamm des Fleisches. Halte dich fest an der menschlichen Stimme. Das Schwarze klettert über die Fingernägel und greift sich die Mutter. Küsse, wen du hast, Discard. Klebe ihm die Penicilline um die Finger, wie dem Kaktus einen Bergschuh, wie ein weißer Elefant, der weitergeht. Zieh nicht an den Wurzeln. Bitte um Bescheidenheit und Stille und Weltlichkeit. Riemchen, du bist mein Riemchen.
Du hältst kaum etwas aus. Ich kann kaum dem Wunsch widerstehen, dich ganz zu zerreißen. Begieße dich mit Benzin und Flächenbrand. Geh in die Kaserne von Marschall Tito, auf den Gang, wo du Wache hieltest, in euren Waschraum, in den du gingst, ein Schweinetrog rundherum, in den du Benzin gossest, das Streichholz anzündetest, beobachtetest, wie das Feuer ins Viereck stürzte, damit du dich beruhigst. Ich habe mir auch ein kurzes Interview auf Englisch mit dem Autor angehört und da hat er auch seine Gedichte gelesen. Die habe ich nicht besser verstanden dadurch, aber ich fand ihn irgendwie wahnsinnig sympathisch und deswegen finde ich es auch so schade, dass ich irgendwie gar keinen Zugang zu seinen Texten, zu seiner Lyrik gefunden habe. Aber das ging irgendwie über meinen Kopf hinweg. Also ich konnte dem leider nicht wirklich was abgewinnen. Und dann zuletzt noch ein Buch, das mir ganz gut gefiel, das aber auch leider kein Highlight war und ich trotzdem irgendwie erwartet hatte, dass da noch was Besonderes kommt. Echtzeitalter, der deutsche Buchpreisgewinner von Tonio Schachinger. Ein Coming-of-Age-Roman, würde ich sagen, in den ja so aktuelles Tagesgeschehen aus österreichischer Politik und so ein bisschen Corona mit eingeflossen ist. Und was das Besondere an diesem Coming-of-Age-Roman ist, ist wahrscheinlich der sadistische Lehrer, der eine extreme Kontrolle auf die Kinder hier ausüben kann, auf die Jugendlichen. Wir begleiten hier hauptsächlich Till, der sehr erfolgreich darin ist, Age of Empires 2 zu spielen und hier auch wirklich weit oben in den besten Listen mit dabei ist, der auch auf Turniere fährt und auch online an Turnieren teilnimmt, in verschiedenen Teams mit dabei ist und dann wirklich sehr erfolgreich ist, sodass wir hier so ein bisschen diese Gamer-Parallelwelt kennenlernen. Das fand ich ganz interessant, dass hier auch wirklich in Gamersprache dann etwas mitgeschrieben wurde. Dass es hier zum Beispiel auch um YouTube-Videos ging, in denen dann jemand ein Spiel kommentiert hat. Und Till ist auf einem, naja, es ist so nicht wirklich ein Internat, aber es hat so ein bisschen Internatscharakter. Es gibt auch einige Schüler, die, glaube ich, dort wirklich wohnen, aber er wohnt im Ort und geht dann jeden Tag dort in die Schule, ans Marianum. Und er hat das Pech, einen Lehrer als Klassenlehrer zu haben, der, wie gesagt, ein extremes Kontrollbedürfnis dort auslebt und die Schüler auch bis in ihr Privatleben in die Nachmittage hinein kontrolliert, ihnen für kleinste, ja, nicht wirklich Vergehen, einfach nur, ja, wenn man mal frech ist oder wenn jemand was vergessen hat, dann die krassesten Strafen aufbürdet, der ihnen jegliche Freizeit wegnimmt, jeglichen Spaß, vor dem die Schüler auch wirklich große Angst haben und der es dadurch auch schafft, so diesen Klassenverband ganz eigen zu gestalten, also dass auch die Schüler Angst haben, sich auf die Seite solidarisch dann an die Seite anderer diskriminierter Schüler zu stellen und wie dieser Lehrer es auch schafft, dass ihm niemand in der Schule mal sagt, dass es so nicht gehen kann, auch nicht der Direktor, dass das auch viel mit diesem Traditionsbewusstsein und dem elitären Gedanken dort zu tun hat. Das ist das Besondere an dieser Coming-of-Age-Geschichte. Aber im Grunde ist es für mich nur eine Coming-of-Age-Geschichte und ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, warum das Buch den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Wenn man an den Gewinner des letzten Jahres zurückdenkt, an Blutbuch, da war das auch stilistisch wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und Echtzeitalter ist auch sehr gut geschrieben. Also man kommt gut durch den Text, er ist wirklich sehr durchdacht. Die Sprache ist sehr ausgereift, das hat mir alles sehr gut gefallen. Aber so dieses besondere Element hat mir gefehlt. Und ich glaube auch, dass der Text nicht gut altern wird. Es geht zum Beispiel um diese Ibiza-Affäre. Und es sind trotzdem irgendwie so isolierte österreichische Politikmomente, die wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr so bedeutsam wirken. Und dann werden wahrscheinlich auch in 10 Jahren Leser denken, ach naja, Corona. Da geht es ja dann auch nur so ein bisschen am Rande darum,
dass dann die Schüler kurz bevor sie ihre Matura-Prüfungen dann ablegen mussten, eben auch von den Schulschließungen und Corona betroffen waren. Aber ich glaube, das sind eben alles so Themen, die meiner Meinung nach, wie gesagt, das Buch nicht sehr gut altern lassen werden. Aber das werden wir dann sehen. ja, das waren die Bücher, die ich im November beendet habe. Mich würde es wahnsinnig interessieren, ob ihr etwas davon gelesen habt. Vor allem auch, was ihr von Echtzeitalter haltet. Das werden ja bestimmt jetzt einige gelesen haben nach dem Deutschen Buchpreis. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Robert Galbraith, das strömende Grab, dass das auch bei einigen auf der Leseliste stand. Und vielleicht kennt ihr ja auch den slowenischen Lyriker. Wie gesagt, ich würde mich sehr über einen Austausch freuen, bedanke mich bei euch fürs Schauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!